Hey, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und meine Eltern waren gerade in Reisdorf, meine ich, und bei Konrad, glaube ich, haben die hier geholt. Die haben sich hier nämlich so eine Drohne hier geholt. Die sieht echt nice aus. Ich weiß nicht, was sie sich da geholt haben. Ich werde es einfach mal auspacken. Und hier steht schon mal drauf, 360 Grad Flip and Rolls. 720p HD-Kamera, das ist gut, eine Kamera ist mit dabei. Das ist denn hier vorne. Was gibt's da noch? 4,3 Inch. LCD-Display. Muss ich mal gucken, wo das nachher ist. Und hier auf der Rückseite die Fernbedienung. Sonst First-Person-View. Das hört sich interessant an. Ich würde sagen, wir packen einfach mal aus. Und übrigens, im Hintergrund sitzt hier gerade Ole. Hallo. Der ist gerade bei mir. Und ja, wir machen mit ihm eine Challenge. Das werdet ihr auch noch sehen. So, entweder das kommt als erstes. Man muss mal gucken. So, auf jeden Fall gucken wir jetzt mal hier rein und noch sieht man da nicht viel. Ich will jetzt hier nichts fallen lassen, das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. So, jetzt haben wir hier erstmal irgendeinen Zettel, den brauchen wir nicht. Eine Anleitung können wir vielleicht gebrauchen. Warum macht man das denn jetzt? Achso, okay. Nehmen wir das mal so da raus. Oh Gott, ist die klein! Bitte? Die ist ja winzig. Die ist so klein. Hättest du gedacht? Nö. Das überrascht mich gerade echt. Ich dachte, die wäre größer. Ehrlich jetzt. Okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal ab. Ich hätte echt gedacht, die wäre größer. Muss ich sagen. Aber mal gucken, was damit so gemacht werden kann. Als erstes, denke ich, haben wir hier Ladekabel. Und das hier, denke ich, auch zum Laden. Oder zum Überspielen der Kamera. Das kann natürlich auch sein, dass man das einfach... Oder man packt eine Micro-SD-Karte rein. Das muss ich mir gleich nochmal genauer angucken. Was haben wir noch? Wir haben hier Ersatzrotoren. Okay, kann man auch, denke ich mal, gut gebrauchen. Okay, und dann nehmen wir mal das kleine Ding hier raus. Ich dachte ehrlich, die wäre einiges größer. Da vorne die winzige Kamera. Ja, nice. So sieht sie aus, ich zeig dir mal genauer. So sieht sie jetzt aus. Hier vorne hat man die Kamera. Aber sie ist echt relativ klein, finde ich. Und was machen wir hier hinten? Hier so ein Schacht zum Öffnen. So, okay, guck ich mal, was wir noch so da drin haben. Oh, was? Okay, das hat man jetzt hier weg. Und man hat eine extrem große Fernbedienung da drin. Mit einem Bildschirm. Okay, das sieht ganz nice aus. So, das wär's dann auch. Oh Gott, die ist ja mega groß. Im Vergleich zu der Drohne echt riesig. Ich schätze mal, hier müssen Batterien oder so rein. Ja, Batterien müssen hier rein. Machen wir das mal zu. Okay, das sieht echt nice aus. So, jetzt habe ich auch endlich Batterien. Und die müssen dann hier reingesteckt werden. Muss dann... Achso. Da kommen zwei rein, ah. Insgesamt vier, meine ich. Okay. Zum Glück sind hier vier. So, packen wir die anderen beiden auch nochmal. Oh Gott. Auch nochmal rein. So. So. Perfekt. In der Zwischenzeit habe ich eben schon mal hier die Drohne in den Laden gelegt, beziehungsweise den Akku. Und ich bin gespannt, wie das gleich funktionieren wird. So, einmal zu. So, ich habe jetzt hier den Akku ein wenig geladen. Und ich würde sagen, wir schalten das Ganze ein. Das geht da unter, das ist so ein ganz kleiner Knopf. Muss man ein bisschen gedrückt lassen. Da sieht man auch die Lampen, die hier angehen. Sieht man die überhaupt? Ich mache mal kurz ein Licht aus. So, schon besser. Jetzt sieht man die Lampen auch. Perfekt. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch irgendwie zum Fliegen bekommen. Muss nur noch gucken, wie... Und der gute Max ist am Verzweifeln. Ich bin am Verzweifeln. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also, hier steht, ich muss irgendwas mit dem PC verbinden, aber das macht keinen Sinn. Oder doch? Wie lange überlegst du jetzt schon? Gefühlt für mich 10 Minuten schon? Ja, gefühlt, ja. Ich check nicht, wie man das Ding ankriegt. Ja. Ich würde sagen... Ich glaube, die Kabel helfen vielleicht nicht. Genau. Und das Ding muss auch zu irgendwas gut sein. Ich weiß aber nicht wozu. Ich auch nicht, ich hatte noch nie eine Drohne. Irgendwas aufmachen. Ich probier das Ding mal. Hör aus und ja. Wir sehen uns gleich wieder.
Muss man jetzt wieder ausmachen dann. Wie mache ich aus? Auf den An, klar. Willst du mit drauf sein? Kann ich machen. Ist mir eigentlich egal. Also, wir haben also hier, Ola hat den Fehler gefunden, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Ich hatte die Batterien waren falsch rum drin. Da war Plus auf Minus. Ja, genau. Ich hatte doch die falsch rum. Da musste man richtiger Meister erstmal anzuwerfen. Richtig, ich habe die aber falsch rum reingemacht. So, jetzt können wir das Ganze auch anschalten. Tada! Richtig. Boah, was ein Luxus hier, ey. Boah. So, jetzt haben wir das Ganze mal eingeschaltet. Oh, ich bin nicht mehr drauf. Upsala. So. So, jetzt habe ich das an. Und was dann? Drücke einfach nochmal auf On. Also hier sind so ein paar Knöpfe noch drauf, der hier zum Aufnehmen. Aber ich muss nochmal ausprobieren, wie ich das Ding jetzt zum Fliegen kriege. Beziehungsweise wie sich das verbindet. Soll ich vielleicht erst Profi? Knöpfe drücken, würde ich sagen. Erstmal mache ich das nochmal an jetzt. So, jetzt haben wir das Ganze angeschaltet. Oder nicht? So, jetzt ist es an. Und verbinde ich mal irgendwie. Mensch. Ist es jetzt verbunden? So, das hier ist jetzt die Drohne. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Irgendwie mache ich das morgen oder so. Mal gucken. Es ist jetzt auch schon 8:30 und ich würde sagen, ja, das muss ich mir einfach genauer angucken. Oder Papa fragen, wie das Ganze funktioniert. Ich krieg's gerade nicht hin. Wir kriegen es gerade nicht so richtig hin. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall mal genau angucken. Und dann würde ich sagen, war's vom Video. Und dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao.